Wir haben heute den 9.09.2016. Seit 12 Uhr habe ich jetzt versucht anzurufen. Jetzt ist es mittlerweile 12.23 Uhr. Und die Causa Langecker ist ja an sich schon eine Causa, die gibt es ja gar nicht. Ja, hi. Ja, offensichtlich hebt da keiner ab, oder die Frau Teufel-Goster, zuständige Richterin für Sachwalterschaften und andere Dinge, die sich ja seit über jetzt fast 2 Jahren im Prinzip bemüht, sich die Justiz Österreich, mich hier konkret zum Schweigen zu bringen. Und so geht's gar nicht, meine Damen und Herren, in Österreich. Ich habe Ihnen schon erklärt, wenn die Justiz Fehler macht, sollte die Justiz von sich aus schleunigst solche Fehler berichtigen und vor allem schleunigst richtigstellen und die Opfer sohin einem objektiven und sachlichen Verfahren zukommen lassen. Was ja im Fall Langecker nicht möglich ist, denn es ist ja hier ganz konkret eines. Es ist einfacher, einen Menschen mit irgendeinem gutachterlichen Beschluss von irgendeinem wirklichen Lügensachverständigen aus dem Verkehr zu ziehen, mit dem berühmten Paragraphen 21. Und ich bin ja nur gespannt, ob Österreich eigentlich den Mut hat, sich Fakten und Beweise auch anzusehen, das ja eigentlich Pflicht ist. Ja gut, jetzt legen wir mal auf. Meine Damen und Herren, wir halten hiermit fest, ein Gericht beschließt, dass eine Person nicht in der Lage sei, seine Wege vor Ämtern, Gerichten und Behörden ohne so einen Nachteil für sich selbst zu tätigen und beschließt, diese Person so hingehend durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Ich habe mittlerweile genügend Aufzeichnungen, die einfach sowas von konkret beweisen, dass offensichtlich die Taktik besteht, ja nichts im Fall Langecker auf den Tisch zu bringen, so dass der Herr Langecker wieder Einsetzung für Verfahren, das haben wir jetzt bei Wiener Wohnen gemacht. Nachweislich, was ich hier in Österreich erlebe, das ist ein Saustall, ein Sauhaufen. Man unterstellt mir hier, das Meldegesetz zu verletzen, exekutiert von Mindestpensionen, die man mir gegenüber mit der Begründung, Herr Langecker, schauen Sie, da haben Sie wenigstens eine Mindestpension. Also ich bin weder arbeitsunfähig noch sonst was. Ich arbeite mit Sicherheit mehr als jeder in dieser Regierung. Aber was mich am meisten ärgert, ist einfach, dass hier in Österreich Gesetze mit Füßen getreten werden. Ich rufe jetzt die Kanzlei Sulan an. Dem habe ich gestern erklärt, dass mein Schreiben bezüglich Raiffeisen-E-Mail eine klare Sache ist. Grüß Gott, Herr Sulan. Kurze Tageszusammenfassung. Ich war jetzt am Bezirksgericht Baden, habe einmal eine einstweilige Verfügung, hoffentlich geht es durch, für den Herrn Halik, damit der eben keinerlei Verfolgungen oder sonst was tätigt gegenüber meiner Frau oder mir. Die E-Mails von gestern, haben Sie die bekommen? Ja. Also vorgestern war ich ja... Ja, einfach sachlich, weil sonst sagen Sie, bringen was durcheinander, da geht es halt um jeden einzelnen Punkt. Ja, Raiffeisen, wie gesagt, es tut mir leid. Tatsache ist, ich werde jetzt dann noch den letzten Versuch machen, nämlich beim KSV die Austragung aus der UBV-Liste verlangen, was grundsätzlich üblich ist. Seien Sie versichert, ich weiß schon, was Sie alle da verfolgen, weil sonst würden Sie sich natürlich vehementest auch jetzt für mich einsetzen. Da will ich gar nicht mehr lang ausholen. Fakt ist eben, ich kriege keinen Kredit, weil die Raiffeisenbank nach wie vor und nur die Raiffeisen
mich eben in eine UBV-Liste gesetzt hat. Die Raiffeisen offensichtlich nach wie vor behauptet, da sei irgendwas offen. Und offensichtlich lesen sie die E-Mail auch nicht sinngemäß. Da steht es ganz klar geschrieben. Die Bank selbst hat es zu verschulden, dass das Geld bis heute nicht gezahlt werden konnte. Und noch dazu hat die Bank mir so hingehend bei Exekution schon Schaden zugefügt. Natürlich habe ich das interveniert. Da muss man halt die Wiedereinsetzung verlangen. Denn der Zustand ist nach wie vor anhaltend und daher hat er ja noch nie geendet. So einfach ist es. Eine Verjährung tritt nur dann in Kraft, wenn etwas abgeschlossen wurde, ist es aber nicht. Die Raiffeisen hätte mich schon längst rausnehmen können. So hingehend zahle ich nicht 18,7% Zinsen, sondern hätte bereits schon im Jahr 1997 für 7% 230.000 Schilling bekommen, 200 wären an die Raiffeisen gegangen und ich hätte meinen Auftrag fertig gemacht und so weiter, was ich eh habe. Aber das ist Faktum. Ich sehe nicht ein, warum eine Anwaltskanzlei sich nicht vehement dagegen ausspricht. Das nächste. Ich war jetzt eben am Bezirksgericht Baden, habe dort diese Eingabe gemacht, die ist anstandslos angenommen worden. Die junge Dame, nachdem ich ja natürlich erkläre, und der Fall ist international interessant, dass ein Österreicher, der ja hochgradig gemeingefährlich eingestuft wird von einem Lügengutachter, und das haben sie sofort zu bekämpfen schriftlich. Sie waren selbst dabei, auch das steht auch in der E-Mail, die ich heute veröffentlichen werde. Ich sehe nicht mehr ein, dass ein Anwalt hier abwartet, weil dadurch, dass Sie abwarten, entsteht neuerlich Druck und entstehen ungeheure Situationen, mit der ein Betroffener, wenn er da nicht solche Nerven hat wie ich, mit Sicherheit zusammenbricht. Die Taktik ist ganz klar, einen Mann aus dem Verkehr ziehen mit einem falschen Gutachten, § 21, weil bevor man 10 Minister vor Gericht bittet, gell, tun wir lieber einen Mann mundtot machen mit Nazi-Methoden, wie sie echt nicht einmal der Hitler gemacht hat. Und ich erwarte mir jetzt ganz konkret, konkrete Antworten, was Sie zu tun gedenken. Und zwar sofort und umgehend. Das Gutachten können Sie bekämpfen. Es gibt auch dazu Gesetze. Sie sind der Jurist. Ich habe nicht darum gebeten. Die österreichische Behörde behauptet, der Herr Lanecker braucht jemanden von Ämtern und Behörden. So, das nächste. Gestern mit dem Finanzamt telefoniert. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Stört mich grundsätzlich eh nicht. Wenn man die Nummer vom Finanzamt anwählt, die da auf dem Brief von Baden steht, mit der einstweiligen Einschränkung meiner UID-Nummer, dann landet man in Lienz in Osttirol. Auf die Frage hin, was ich jetzt in Lienz in Osttirol mache, wenn ich die Nummer wähle, naja, wir haben ein österreichweites Finanzwesen, das heißt, sie kommen in die nächste freie Leitung. Nach 10 Minuten habe ich wieder angerufen, bin in Gmunden gelandet. Naja, das ist die andere Sache. Natürlich kann man so arbeiten, das ist schon klar. Faktum ist, zum Finanzamt Baden ist Folgendes auszuführen. Ich habe gestern dann mit einem zuständigen Sachbearbeiter nach dem dritten Versuch, mich zu verbinden, endlich sprechen können. Habe dem erklärt, mit welcher Begründung, der hat dann gemeint, ja, die Begründung steht eh drauf, aufgrund meines Antrages oder meiner Auskunft. Sage ich, ja, die hätte ich aber gern gewusst, welchen Antrag, ich habe keinen Antrag gestellt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe dem Sachbearbeiter deutlich ins Gesicht gesagt, 2015, als die Steuererklärung zum Abgeben war, und die habe ich leer abgeben. Ich werde so lange keine Steuererklärung mehr abgeben, wie dieses Bundesverbrecherwesen meinen Namen rehabilitiert und endlich einmal einsieht, dass das, was das Bundeswesen gegen mich hier aufgeführt hat, hochbrisant strafbar ist. Und ich glaube, jeder Österreicher hat das Recht, jetzt zu erfahren, was in diesem korrupten Sauland Österreich abgeht. Unabhängig davon, ob ich weiß, was sonst noch auf der Welt passiert. Verstehen Sie das? Und ich weiß nicht, Herr Sulan, es tut mir sehr leid. Ihre Vertretung ist in einem Maß schon so mangelhaft, dass es erschütternd ist. Es ist einfach hochgradig erschütternd. Die Frau Teufel-Goster, 20 Minuten läutet jetzt im Bezirksgericht Baden. Man bittet mich dann kurz nach 12 Uhr nochmal anzurufen, weil ich die Dame fragen will,
ob auch sie zuständig sind für das Finanzamt. Und die Kanzlei hat gesagt, ja, selbstverständlich. Nur es ist ja nicht ihr Fehler oder auch nicht mein Fehler, wenn man hier eben, wie zum Beispiel auch, Ladungsbescheide gar nicht zustellt, sondern dann behauptet, der Herr Lanecker folgt den Ladungen nicht. Nochmal, meine Person hat, seit sie auf die Welt gekommen ist, ein paar Zocker gestohlen, das war mit 12 Jahren, und sonst habe ich eigentlich nur noch etwas gemacht, nämlich darauf verzichtet, das wissen Sie ganz genau, das schreiben Sie einmal endlich an die Behörden, an diese Gespritzten. Ich habe hier auf eine Karriere verzichtet, weil ich mich nicht im Sinne des Bundesverbrecherwesens strafbar machen will und auch nicht mich beteiligen will. Sie können auch gerne hineinschreiben, dass der Offenbarungsbericht des Rechnungshofes 96/97 konkret deshalb stattfand, weil der Herr Lanecker bei seinem Herrn Freund Ministerialer Barenzahn etwas aufgezeigt hat. Wenn eine Justiz konkret zu allen Dingen, die ich jemals eingebracht habe, und glauben Sie mir, der Akt, der hier von Amts wegen vorgelegt wird, das ist ja die Nazi-Methode, nämlich das Beweismaterial gar nicht hineinzunehmen, das dann klipp und klar zeigt, dass der Herr Lanecker nicht sich irrt oder Wahnvorstellungen hat, sondern konkret die Behörde mit allen Mitteln versucht, Täuschung über Tatsachen zu betreiben. Und es ist strafbar, Herr Solan, wenn eine Behörde, welche auch immer, und jetzt einmal die Justiz, in Strafverfahren konkret einseitig arbeitet. Wie kann es sein, dass hier das Bundesministerium für Inneres, und wir wissen, warum das Bundesministerium für Inneres das tut, das Interesse derer Leute ist mir klar, sie schützen sich vor der eigenen Strafverfolgung. Das ist ja nichts Neues. Nur die objektive Justiz bedeutet, dass man nicht hier ein Polizeiprotokoll einfach dann akzeptiert und meint, so, der Herr Lanecker ist besachwaltet, jetzt haben wir noch ein Gutachten. Was Ihnen nicht klar ist, was ich jetzt aufzeige, ist konkret ein Nazi-Staat, der mit allen verbrecherischen und kriminellen Methoden versucht, ja, nur weil es halt so legal ist, laut Auslegung der Justiz, nur es ist ja halt nicht legal, was hier im Fall Lanecker abgeht. Und wie soll sich eine Situation jemals verbessern, so wie Sie auch richtig sagen, wenn jemand ein Mindestpension oder Mindesteinkommen hat, ist es eigentlich nicht üblich, von dieser Mindestpension oder diesem Mindesteinkommen etwas zu exekutieren. Also, bis heute, noch einmal, ein Bürger geht zur zuständigen Stelle, verlangt eine Stellungnahme und kriegt sie nicht. Er wendet sich an die Behörde, an die nächsthöhere. Und dort heißt es dann, naja, ja, mit Ihnen reden wir nicht. Sie haben einen Sachwalter. Auch zur konkreten Frage. Ich hoffe, das hat geklappt mit Wiener Neudorf. Zum Fall Nagel. Sie sitzen tatenlos hier und lassen zu, dass überhaupt solche Eingaben von einem Mann gemacht werden, der konkrete Täuschung und Zeugen, falsche Zeugenaussagen abgibt oder was auch immer. Ist mir schon klar. Jeder Verbrecher wird sich schützen mit irgendwelchen falschen Aussagen. Nur Tatsache ist, die Justiz hat aber auch die Pflicht, nicht nur dessen Aussage aufzunehmen und zu prüfen, sondern jeweilige, sogar entlastende Beweismittel konkret einzusehen und auch konkret zu behandeln. Und das ist die erste Pflicht in einem Strafverfahren. Und zwar nicht die Anschuldigungen hier, mit Biegen und Brechen noch von irgendwelchen Falschaussagen zu unterstützen, sondern einfach nur Videos anschauen. Dort ist alles gezeigt. Und bis heute, Herr Solan, das halten wir schon fest, ich werde gleichzeitig geklagt und in diesem Gutachten schreibt der Herr Dantendorf, er hat sich eingehend mit meinen Webseiten beschäftigt, es ist strafbar und unzulässig, durch einen Gutachter sich Phrasen oder nur einzelne Worthülsen herauszuklauben, die dann in den Raum zu stellen
ohne den Zusammenhang hier tatsächlich zu bringen. Das ist mir schon klar, dass wenn der Herr Lanecker schreibt, ja, man muss halt dieses korrumpierte Amtswesen in Österreich einmal niederbrennen, gell? Mit der Betonung im nächsten Satz, das bezieht sich selbstverständlich einmal formell nur auf korrumpierte Behörden. Aber wie ich sehe, tun Sie nebenbei auch was anderes. Was geschieht jetzt konkret zu meiner Entlastung und was tun Sie jetzt? Herr Lanecker, ich habe eine Mail geschrieben und da habe ich hineingeschrieben, was ich gern von Ihnen hätte. Und darauf warte ich. Ja, nur die Situation mittlerweile ist schon wieder so krass, dass der Herr Lanecker Ich weiß nicht, was passiert ist. So, Faktum ist, dass ich jetzt einmal in erster Linie nicht mein Obdach verlieren will und daher jetzt einmal schauen muss, wie ich 2 Monatsmieten noch schnell organisieren kann bis Ende des Monats, weil auch Tirol, und Sie haben ja das Video gesehen, auf dem Video ist auch hörbar, wie die Mutter gesagt hat, dann müssen Sie es aber anschauen. Wie können Sie zulassen, dass ein Gutachter... Das ist auf dem Stick. Schauen Sie, ich habe jetzt 3 Zeugen. Ja, der Stick, den ich Ihnen gegeben habe. Das sind nicht 1000 Dateien, das ist ein ganz. Ja. Dann verweigern Sie sozusagen den Verlanecker von Grund auf und von Grund auf die Tatsachen hier anzusehen. Ach so, nennen Sie das. So, Sie haben heute das E-Mail geschickt. Sie haben, ja. Also, was Sie offensichtlich hier als Anwalt nicht verstehen, Sie selbst sind Zeuge, wie bis dato, Gott sei Dank, vielleicht hat sich die Polizei jetzt ein bisschen einmal zurückgehalten, die letzten Einsätze, sind zweierlei Paar Schuhe. Sie haben aber das E-Mail auch bekommen, was ich jetzt an den Herrn Englisch geschrieben habe vom Roten Kreuz. Wie kann es sein, dass eine Bundespolizei auftaucht und dann solche Meldungen schiebt, damit Sie einmal verstehen, in welcher Situation ich bin oder war? Nein, ich glaube, das haben Sie bereits in, würde ich sagen, hunderten Telefonaten. Ja, aber warum tun Sie nichts? Warum urgieren Sie nicht im Bundesministerium für Inneres, was diese Verbrecherscheiße durch Polizisten soll? Und es gibt hier Videos seit 2012 im Internet, wo ich bedroht wurde des Mordes und sonst noch irgendwas. Und das haben Sie jetzt einmal echt, Sie, um einen Antrag einzubringen, brauchen Sie noch gar kein Video dazu tun. Oh ja, doch, ich. Es ist ja gelogen. Will ich, nicht sicher, dann glauben Sie, schauen Sie alleine, ich komme zu den Dingen nicht. Mache ich mir lächerlich, wenn ich sage, bitte schicken Sie mir die... Kurze Frage, ganz einfach, Sie zweifeln als Anwalt an meinen Worten. So, Tatsache ist, auf dem Stick war drauf, Halik, Drohungen und eine Sache war drauf, das ist noch ein Video und das ist auch drauf. So. Oh, ich hab's nicht. Sag's mal, von welchem Tag? Ich kopiere seit 100 Meter. Schreib's mal einen Zettel dazu und sag's, dieses Video an diesem Tag. Das ist schriftlich auf dem Stick festgehalten. Wenn Sie dann draufklicken, sehen Sie sofort das Datum. Sie sehen das Datum. Was reden Sie jetzt? Ich habe jetzt 3 Zeugen und ich habe den Stick in einen Computer von einem Fremden reingesteckt und der Fremde hat sich das angeschaut und ich habe gesagt, such mir jetzt die Daten und in 2 Minuten hat er den Halik gefunden. Was reden Sie hier? Jetzt reicht's mal. Na, also, das ist jetzt Faktum. Der Anwalt brutzelt sich hier ab. Es ist so unglaublich willkürlich, dass man hier in Österreich nicht versteht, dass eine Behörde, die natürlich Minister schützen will, alles unternimmt, um hier Opfer mundtot zu machen. Fast täglich 5, 6 Einsätze, Terror pur. Mein Interesse gilt einmal grundsätzlich, das Leben von mir und meiner Frau zu schützen. Ja, aber wenn man gar nicht dazu kommt, dann zu Hause zu sitzen und sich dann noch Daten anzuschauen, wobei ja die Frage sich auftut. Sie müssen sich vorstellen,
Ich schaue mir dann Videos an, wo ich sehe, dass meine bereits verletzte Frau schon sagt, und ja, die Verletzung habe ich selber und ich bin gestürzt. 5 Minuten drauf sieht man, wie eine Polizei behauptet, die habe ich gemacht, die Verletzung. Und 10 Minuten drauf sieht man dann, die Polizei gibt meiner Frau einen Alkohol, damit sie unterschreibt, die hätte sie geschlagen. Also, wie verbrecherisch ist dieses Österreich geworden? Und meine Damen und Herren, es tut mir leid, echt international jetzt aufzurufen. Es darf und kann nicht sein, dass die Republik Österreich sich derartiger verbrecherischer Methoden bedient, um hier anständige Bürger zum Schweigen zu bringen, weil man natürlich lieber einen Mann wegsperrt und mundtot macht, als hier gegen 10 oder 15 Minister und hunderte Polizisten, die leider involviert sind, die können ja dann zugeben, dass sie auf Weisung von wem auch immer gehandelt haben. Aber Faktum ist, solange man hier diese Fälle nicht auf den Tisch legt und ein Anwalt nicht einmal den Antrag stellt auf eine Wiedereinsetzung, Berichtigung oder was auch immer, und da zeige ich Ihnen jetzt ganz schnell etwas, das ist nämlich ein Faktum, gell? Wir haben eh schon 21 Minuten wieder. Es ist einfach traurig, dass man in Österreich als Bürger ja, bezichtigt wird, man könne sich nicht vor Ämtern und Behörden zur Wehr setzen. Und da zum Beispiel finden wir Einspruch gegen die Anklage. Mir wird vorgeworfen, ich sei hier hochgradig gemeingefährlich. Also die, die mich kennen, die wissen das ganz genau, die lachen und sagen, ich weiß das nicht. Ich sehe das nicht so. Ich meine, ich hilfe gerade gestern einem, der auch im Krankenhaus Baden war und der hier eingezogen ist. Aber nicht einmal das kann ein Anwalt tun. Da steht nämlich ganz klar, Anklage und Anklageeinstellungen. Grundlegendes. Wenn alle Mittel im Vorverfahren, die eine Verfahrenseinstellung zu bewirken könnten, versagt haben und tatsächlich eine Hauptverhandlung anberaumt wird, so ist dies zunächst einmal kein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist. Denn sonst würde sich keine Anklage erheben. Das bedeutet freilich nicht, dass man dies nicht mit der Hauptverhandlung entkräften könnte, aber die Ausgangsposition wird eine etwas schwierigere als im Vorverfahren. Ist daher einmal eine Anklage erhoben, ändert sich so manches, die Staatsanwaltschaft, auf deren Hilfe man im Vorverfahren noch hoffen konnte, wo sie sogar die primäre Partner für die Erzielung einer Verfahrenseinstellung ist, hat sich nun auf eine Anklage festgelegt und wird aufgrund dessen grundsätzlich bestrebt sein, diese auch durchzubringen. Das muss jedoch nicht sein, denn der Staatsanwalt kann auch in der Hauptverhandlung von der Anklage zurücktreten. Und er wird aber in der Regel das Ziel einer anklagekonformen Gerichtsentscheidung im Auge haben. Der Anklageeinspruch ist binnen 14 Tagen nach Zustellung der Anklageschrift zu erheben. Das kann die Zuständigkeit, und da gehen wir gleich zurück ins Jahr 2012, wo man mich der Freiheit beraubt hat, mit der Ansage Fluchtgefahr. Richtig ist, dass ich aufgrund eines Anrufes des Krankenhauses Baden gerufen wurde, ich solle dringend meiner Frau Zigaretten bringen, das um 8 Uhr in der Nacht, ich war dann um 8:30 Uhr in der Nacht noch extra dort, war fix und fertig und müde, weil ich doch was gearbeitet habe, habe die Zigaretten hingebracht, habe 10 Minuten mit meiner Frau gesprochen, tauchen auf der Station zwei Polizisten auf mit der Begründung, ich telefoniere gerne und ich soll jetzt zu einer Einvernahme kommen, worauf ich mich dann eben als Besucher meiner Frau von mir verabschiede und sage, sie soll sich keine Sorgen machen, gehe mit den zwei werten Partnerpolizisten zum Posten und dort wird mir plötzlich dann erklärt, so Herr Langer, Sie sind festgenommen, wir fahren jetzt nach Wien in die Josefstadt. Die Begründung war Fluchtgefahr. Ich weiß nicht, was in Österreich hier Fluchtgefahr ist. Ja? Ich denke, dass Fluchtgefahr etwas ist, wenn sich jemand einer
oder was auch immer entzieht. Ja? Wenn ich aber auf einen Anruf komme und hin und her, lassen wir das. Ich fordere Sie, Herr Minister Brandstätter, auf, echt zur Kenntnis zu nehmen, dass die Causa Lanecker so hochbrisant ist, dass sie natürlich im Zuge einer objektiven und ordentlichen Behandlung sehr wohl hier wahrscheinlich Hunderte vor Gericht zitieren müssen, wahrscheinlich gegen zig Leute konkrete Anklage erheben, und zwar von Amts wegen, auch wenn es Minister der ÖVP oder SPÖ betrifft. Und ich mache hier kein Hehl mehr daraus, meine Damen und Herren. Ich werde das Ganze sehr entschieden international jetzt publizieren, mit Fakten und Beweisen, wobei ich ja schon meinem Anwalt, wie Sie vorher gehört haben, klipp und klar erkläre, da wird in 32 Seiten von einem Gutachter Dantendorfer, werden hier Sachen zitiert, das Bundesministerium für Inneres arbeitet hier konkret mit einer Willkür, Dinge, die bereits nachweislich falsch dargestellt wurden, wie der Herr Lanecker hat einen Einbruch begangen, schwere Körperverletzung, das habe ich nie begangen. Und das ist nachweislich so. Was führt das Bundesministerium Inneres im Schilde, Herr Sobotka? Ich würde mal meinen, bevor wir da ins Ausland gehen und das Ausland kritisieren, kümmern Sie sich echt um diesen Sauhaufen einer Bundesbehörden, völligen planlosen Sauwirtschaft. Gell? Und leider, so leid es mir tut, sind Ihre Vorgänger und vor allem die Michael Leitner ja konkret verantwortlich, dass es zu einem derartigen Missbrauch der Amtsgewalt kommt und kam. Und ich denke nicht, dass es im Interesse der aller Österreicherinnen und Österreicher ist, auf Bundeskosten hier 100 Anzeigen, Anklagen gegen mich zu erheben, wo man eigentlich nur ein Ziel hat und das natürlich nicht zugibt. Das Ziel ist, einen Mann aus dem Verkehr ziehen, bevor man gegen hunderte Leute von Amts wegen Anklage erheben muss. Danke, meine Damen und Herren. Walter Lanecker. Heute ist der 9.9.2016 und wie ich auch schon in meinem Video zur Präsidentschaftswahl angekündigt habe, ist halt leider das System völlig kaputt, gell? Und dass die zweiten Wahlen grundsätzlich verfassungsrechtlich sehr wohl so nicht stattfinden können, das geht gar nicht. Obwohl ja eigentlich in meinem Interesse ist, dass der Österreicher hier ungültig wählt. Liebe Österreicher, wählen Sie wirklich ungültig, weil weder ein Van der Bellen noch ein Herr Hofer sollte hier Bundespräsident werden können. Es geht darum, dass wir grundsätzlich diese 30 Jahre oder 40 oder 50 Jahre Freundelwirtschaft im Bundeswesen und in diesem Staatswesen einmal wirklich aufzeigen. Das alles geschieht zum Nachteil der Bevölkerung. Da geht es um zig Milliarden, die man halt im Laufe von so vielen Jahren regelrecht veruntreut dem Volk gegenüber. Ich darf ja nur erwähnen, wir brauchen gar nicht reden, Eurofighter, BUWOG, Verstaatlichungen, Hypo. Sie alle werden noch 50 Jahre lang zahlen, und zwar nur die Zinsen. Und dann werden wieder neue Kredite aufgenommen. Da geht es gar nicht um die Tilgung alter Schulden, sondern die kann man schon lange nicht mehr tilgen. Tatsache ist eben, aber ja, da wollte ich einfach noch was zitieren, weil das ist schon wichtig. In einem OLG-Urteil oder LG-Urteil aus dem Gericht in Innsbruck, gerade zu diesem Sache, bezüglich Verfahrensaspekte zur Einstellung. Also wie gesagt, die Anklageeinspruch ist binnen 14 Tagen, das haben wir eh schon gesagt, und kann die Zuständigkeit des in der Anklageschrift angerufenen Gerichtes sowie die Zulässigkeit der Anklage in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zum Gegenstand haben. Einspruchsgründe können somit unter anderem sein, dass keine hinreichenden Verdachtsgründe gegeben sind oder dass die Tat in rechtlicher Hinsicht keine gerichtlich strafbare Handlung darstellt. Das Instanzgericht hat die Anklageschrift in jede Richtung zu überprüfen, als auch im Hinblick nicht auf ausdrücklich in Beschwerde gezogene Gebrechen.
Ein formeller Einspruch gegen die Anklage ist nur im schöffengerichtlichen und geschworenengerichtlichen Verfahren vorgesehen und richtet sich an den zur Entscheidung berufenen Gerichtshof zweiter Instanz. Dies ist das örtlich zuständige Oberlandesgericht. Liegt ein Zuständigkeitsmangel des Gerichtes vor, bei dem die Anklage eingebracht worden war, kann das OLG die Anklageschrift an das zuständige Gericht in seinem Sprengel verweisen und gleichzeitig erklären, dass die Anklage vollgegeben wird oder dass sie vorläufig zurückgewiesen wird, § 212 StPO. Im Fall der Verhaftung aufgrund der Anklageschrift binnen 14 Tagen nach Einlieferung beim Untersuchungsrichter. Das bezieht sich auf Anklageeinspruch binnen 14 Tagen nach Zustellung der Anklageschrift zu erheben. Ja, wie gesagt, ich werde mich noch zu einigen Dingen ganz klar äußern. Ich kann nur hoffen, dass alle Österreicherinnen und Österreicher nach meinem Leitspruch jetzt endlich vorgehen. Und der sollte lauten, wer seine Kinder liebt, der führt sie nicht weiter auf einen konkreten Irrweg. Und hiermit schließe ich mein Video Freitag, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bitte denken Sie drüber nach. Wir wollen ja nicht Sklave eines Systems sein, das vom Geld grundsätzlich regiert wird, wo Gier, Neid und Hass einmal grundsätzlich die Faktoren sind, warum man scheinbar nichts dagegen unternimmt. Es geht an jede Person selber und an alle psychiatrischen Gutachter in Österreich. Ich würde mich schon hüten, Personen hier als hochgradig gemeingefährlich einzustufen, weil diese Personen im Internet sehr wohl, sehr klar und deutlich über Willkür sprechen, sie aber nur zitzelweise, nur Phrasen herauspicken, das ist eben strafbar, Herrschaften und Gutachter. Objektive Gutachten schauen so aus, dass sie nicht von 10 Sätzen sich nur einen Satz herauspicken, wo im nächsten Satz dann drinnen steht, das bezieht sich ganz konkret auf das und das. Weil das hat der Herr Dankendorfer scheins weggelassen. Bedanke mich, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Schade, dass ich nicht zur Bundespräsidentenwahl antreten konnte, weil man ja alles sabotiert hat bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe aber, dass Österreichs Volk in einem positiven Sinne jetzt endlich den Entschluss fasst, sich gegen konkrete Schlamperei, Amtswillkür einmal auf die Straße zu stellen. Denn ich bin nicht der Einzige, wo die Justiz halt, und ich sage es jetzt ganz offen, natürlich nicht einzelne Mitarbeiter und so, es ist das ganze System in sich so kaputt und krank und korrupt, dass ja, ich verstehe das sehr gut, dass Richter in Bedrängnis sind, Staatsanwälte in Bedrängnis, weil man halt von vorn bis hinten nicht mehr zusammenkommt. Gell? Aber würde man ordentlich arbeiten, so wie ein Hausbau und nicht beim Dach anfangen, gell? Dann glaube ich, könnten wir in Österreich und auch weltweit wirklich viel bewegen. Und dann an unsere lieben Freunde, die Polizei. Ich habe wirklich nichts gegen irgendeinen Polizisten. Ganz im Gegenteil, gute Polizisten machen einen super Job, ist ein harter Job. Aber was absolut nicht mehr tragbar ist, das sind Polizisten, die im Sinne handeln, nur sich selbst zu schützen oder ihre Kollegen zu schützen, nachweislich, die halt nicht ordentlich gearbeitet haben. Man kann das im Fall Lanecker, ich war immer bereit, das intern irgendwie zu lösen, aber offensichtlich ist die Justiz Österreich oder diese Behörde und involvierte Staatsanwälte natürlich, vor allem Bezirksstaatsanwälte, aber auch die Staatsanwaltschaft Wien und die Leitung und auch die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und die Leitung. Wer bitte spricht denn endlich davon, dass ich mit meiner Frau sehr wohl am Landesgericht Wiener Neustadt war, nachdem ich ja in Haft war, und dort konkret eine Aussage von meiner Frau getätigt wurde? Gell, Herr Dr. Glatz, zuständig für Richter- und Beschwerdeangelegenheiten.
Warum haben Sie nicht den Mut gehabt, diese Äußerung und diese Sache meiner Frau sehr wohl ins Rollen zu bringen und dahingehend, dass das festgestellt und festgehalten wird und ich muss hier im Nachhinein dauernd irgendwelche Beweise erbringen? Ich sage es jetzt noch einmal, ich habe mehr wie 4 Terabyte an Beweismaterial. Würde ich Österreich nicht so gerne haben und so lieben, dann hätte ich schon vor 15 Jahren angefangen, gleich alles sofort ins Internet zu stellen, unabhängig, ob sie eine Rettung oder eine Polizei sehen. Nein, die Frechheit ist, dass man hier auf meine Frau einwirkt. Und zwar mit der Ansage, na, der zeigt sie da im Internet. Nein, was ich zeige ist, wie meine arme Frau bereits verletzt ist und trotzdem keine Rettung irgendwie für eine medizinische Versorgung sorgt. Und dann natürlich, na, es ist sehr traurig. Und im Moment, gell, sage ich nur eines, werte Regierung, zeigen Sie nirgendwo ins Ausland. Kümmern Sie sich jetzt um Ihre Freundelwirtschaft, einen Sauhaufen, eine Schlamperei, und ich habe genug Telefonate auch aufgenommen mit Staatsanwälten, gell? Ich habe diese nicht veröffentlicht, auch mit Justizministerium. Bis auf eines, glaube ich. Aber es ist halt höchste Zeit, weil ich hier ersucht werde, irgendwelche Beweise zu erbringen. Ein Gutachter schreibt dann, er hat alles eingehend studiert. 32 Seiten, ich bin hochgradig gefährlich, weil ich voraussage, was eben dann später passiert. Ist ein bisschen traurig, meine Damen und Herren, schon, gell? Und Wahnvorstellungen haben nur diejenigen, die sich weigern, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Danke. Walter Lanek aus Österreich, in der Nähe von Wien. Nochmal, schönes Wochenende, auf Wiedersehen.